Abgeordnete des Bundestages sollen ab Montag vertrauliche Verhandlungsdokumente zum transatlantischen Freihandelsabkommen TTIP einsehen können. Einen eigens dafür geschaffenen Leseraum hat Wirtschaftsminister Gabriel vorgestellt in seinem Ministerium. Wer die Dokumente einsehen will, muss vorher sein Handy abgeben, darf keine Kopien machen oder fotografieren und ist verpflichtet, danach zu schweigen. Es geht um das sogenannte transatlantische Freihandelsabkommen TTIP genannt. Die Tatsache, dass man jetzt ein paar Volksvertreter hineinschauen lässt in die Verhandlungspapiere und das als transparent bezeichnet, zeigt eigentlich alles, dass diese Verhandlungen hinter verschlossenen Türen geheim gehalten werden. Hübsche Zeichnung dazu. Danke. Ja, eine hübsche Zeichnung. Ja, danke. Vielen Dank. Professor Henkel, schaffen wir zwei das noch? Nee, wir schaffen das nicht mehr. Ach so, bin ich schon fertig? Ja. Ist das schon vorbei? Ja, wir haben nur noch eine Minute. Ach so, dann sage ich nur zum Schluss, meine Grundmeinung ist die, dass was hinter verschlossenen Türen verhandelt werden muss, kann nicht gut sein. Jawohl.